3,5 Millionen am Fiskus vorbeigeschmuggelt? Fragezeichen. Und das hat eine riesige Aufregung ausgelöst. Und von dort weg ist eigentlich im Tag täglich negativ Schlagzeilen in den Zeitungen gewesen. Am Anfang habe ich noch ganz vernünftig reagiert. Das habe ich einfach sehr cool der Steuerverwaltung vom Kanton Zürich gebeten, sie sollen das abklären. Im Stillen arbeitete die Zürcher Bezirksanwaltschaft am Fall TransKB, jene Gesellschaft, mit der Hans W. Korb in die Nachlassstundung gehen musste. Sie wollen nichts sagen? Ich sage gar nichts. Ich mische mich aus Prinzip nie in hängige Verfahren ein. Für mich ist die Sache nach wie vor im Gang. Wenig später tauchte Hans W. Korbs Name im Zusammenhang mit der sogenannten Libanon-Connection und vermuteter Geldwäscherei auf. Die Ereignisse der letzten Wochen haben jedoch deutlich gemacht, dass von einer empfindlichen Lücke in unserem Strafgesetzbuch profitiert wird. Meine Damen und Herren, der Bundesrat hat heute auf meinen Antrag hin entschieden, die Gesetzgebung über Geldwäscherei beschleunigt zu behandeln. Es ist ja eine absurde Situation. Offenbar hat man in Journalistenkreisen von diesen Gerüchten geredet. Offenbar hat man an einem SP-Parteitag von diesen Gerüchten geredet. Offenbar hat ein Mitarbeiter von der Bundesanwaltschaft aus diesen Zeitungen aus einen Bericht gemacht. Nur ich bin so wie im Zentrum eines Sturms, nur an mich sind die Gerüchte nicht hergekommen. Hätte mir das mitteilen und sagen, wie gehen wir jetzt vor und was machen wir? Nein, man sagt mir nichts. Mein eigener Pressechef, der eigentlich da war, um seine Antenne draussen zu haben, um mich zu informieren, was läuft, das vielleicht noch nicht in den Zeitungen ist, sagt kein Wort. Ich bin das erste Mal mit dem Verdacht gegen die Jacquard Training AG bin ich konfrontiert gewesen, den Morgen, und mir das meine Mitarbeiterin sagt, und es hat bei mir einen unglaublichen Schock ausgelöst nach allem dem, was schon vorausgegangen ist, und ich habe gefunden, also nein, das kann ich jetzt nicht auch noch brauchen, und das Telefon genommen und gesagt, mach das zu dem Verwaltungsrat aus. Our business is clean and we are ready to face anybody with it. Damit hast du die vertrauliche Information von deiner Mitarbeiterin, der Frau Schob, deinem Mann weitergegeben. Und dazu bist du dann nicht gestanden. Quatsch. Intern im Departement haben alle am gleichen Tag von diesem Telefon gewusst. Und alle haben, wie ich, gemeint, Frau Schob hat die Gerüchte, wie üblich, von ihrem Bekannten, der bei der Bankiervereinigung gearbeitet hat. Was macht das für einen Unterschied? Ja, einen grossen. Wenn eine Information von außen kommt, dann kann es logischerweise keine Amtsgeheimnisverletzung geben. Und Frau Schob hat dann, was wir alle nicht gewusst haben, tatsächlich ihren Bekannten bei der Bankiervereinigung angerufen und hat ihn gebeten, er soll meinem Generalsekretär anrufen und ihm von diesen Gerüchten über die Jacquard erzählen. Warum macht sie das? Sie hat damit ihre wirkliche Quelle von diesen sogenannten Informationen wollen verduschen. Und erst viel später haben wir dann erfahren, dass es auch, wie alle gemeint haben, einfach zusätzlich noch eine interne Quelle gibt. Und wir alle haben von diesem Zeitpunkt an gemeint, es seien jetzt halt eben zwei Quellen, eine interne und eine externe. Und erst, als dann der Herr Hungerbühler, die Untersuchung gemacht hat, haben wir erfahren, dass die Bundesanwaltschaft von Anfang an die einzige Quelle war. Ich habe noch geredet über das Telefon auf der objektiven Seite, weil nichts passiert ist. Und auf der subjektiven Seite habe ich dort Angst gehabt. Ich dachte, also wenn man jetzt mit dem rausgeht, dann ist das der berühmte Funken ins Pulverfass. Und warum soll ich jetzt selber noch den Funken in das Pulverfass hineinrufen? Und das war eine totale Fehlüberlegung. Mein Generalsekretär hat dann eine Besprechung einberufen. Und mein Stab ist damals, mit Ausnahme vom Kistler, der bei dieser Krisenbesprechung nicht dabei war, ist all der Meinung gewesen, und zwar auch inklusive Bundesanwaltschaft, so, also jetzt das
schauen wir mal, was die Gerüchte mal, was man das ein bisschen unter den Deckel bringt. Und mein Pressechef hat mir damals vorgeschlagen, ich soll ein Interview machen, und zwar, ich weiss noch, mit wem, mit Ursula Hürzler. Und ich soll in diesem Interview sagen, ich habe meinen Mann angerufen, aber ich soll auf keinen Fall sagen, ich sei davon ausgegangen, dass das eine Information von außen sei. Und dann habe ich gefunden, also das spinnt ja total. Also ich meine, wenn ich das in einem Interview sage, dann bezichte ich mich einer, oder könnte ich mich einer Amtsgeheimnisverletzung bezichtigen, die ich gar nicht begangen habe. Und zwar weder vom Inhalt, weder subjektiv noch objektiv. Doch Ruhe kehrt keine ein. Anfangs November berichtet der Zürcher Tagesanzeiger über die größte Geldwaschaffäre der Schweiz. In diesem Zusammenhang taucht auch der Name der Shakarchi Trading auf, in welcher Kopp bis am 27. Oktober das Amt des Vizepräsidenten des Verwaltungsrats eingenommen hatte. Kopps Rücktritt aus der Shakarchi wird mit Überlastung begründet. Kopp selber nimmt erst Mitte November Stellung. In der Schweizer Illustrierten verneint er die Frage, ob er aus dem Departement seiner Frau, aus dem Justiz- und Polizeidepartement also, einen Tipp bekommen habe. Um Gottes Willen nicht. Ich bin nie gefragt worden, ob ich meinem Mann etwas gesagt habe. Denn wenn man mir die Frage direkt gestellt hätte, sei es von der Parteispitze oder sei es vom Bundesrat, dann hätte ich gesagt, selbstverständlich, ja, so ist es gewesen. Die Frage ist nie in dem Sinn an mich hergekommen. Wir sind Parteispitze in meinem Büro zusammengekommen, um so die Ausgangssituation anzuschauen vor meiner Wahl zur Vizepräsidentin. Und dann hat Herr Brehmi, und ich hatte ein gutes Verhältnis zu Herrn Brehmi, sind wir noch mal durchgegangen, was alles die Vorwürfe sind, die man meinem Mann gemacht hat. Also von Steuerhinterziehung über Trans-KB und Geldwäsche und was weiß ich was. Und dann fragt mich der Herr Brehmi, und ist sonst noch etwas? Und ich habe mich ganz klar an den Moment erinnern. Ich habe gedacht, ja, also, dass er einen goldenen Löffel gestohlen hat, das wirft mir jetzt nicht auch noch vor und sagen nein. Und die sind nachher rausgegangen und haben dort nachher den Eindruck gehabt, das wäre jetzt der Moment gewesen, wo ich hätte sollen ja, sagen ja. Und wahrscheinlich wäre es eben auch tatsächlich der Moment gewesen, dass ich gesagt hätte, ja, halt, sicher, das und das ist noch, einfach, dass er es wissen. Das habe ich im Nachhinein habe ich das dann realisiert. Ich habe auch begriffen, warum sie empfunden haben, dass ich dort nicht die Wahrheit gesagt habe. Aber von mir subjektiv war es eben nicht so gewesen. Im Grunde genommen etwas vom Deprimierendsten und was mir die Augen geöffnet hat, vor allem wie weit, dass die Partei sich von mir entfernt hat, war, was darum ging, um meine Wahl bzw. um meine Kandidatur als Vizepräsidentin vom Bundesrat. Dort hat die Fraktion getagt, und zwar unter Ausschluss, also ich war nicht dabei gewesen, und musste etwa anderthalb Stunden lang warten, was sie jetzt da hinter geschlossenen Türen verhandelt. Und eben, mir ist nachher zugetragen worden, was mich dann auch nicht überrascht hat, so lange wie das gedauert hat, dass da ganz grosse Widerstände innerhalb von der Fraktion gegen mich sich aufgebaut haben. Hast du nicht verstanden, dass sich die Partei in dieser Situation hat müssen überlegen, ob sie dich als Vizepräsidentin vom Bundesrat vorschlagen? Doch, das habe ich mir sehr wohl überlegt, aber ich wäre der Meinung, das hätte man mit mir diskutieren müssen und nicht hinter verschlossenen Türen, und ich habe draußen gewartet.
Die persönliche Integrität von Frau Kopp und ihre politische Arbeit steht für uns im jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht zur Diskussion. Aber wir sind der Meinung, dass es für das Land besser wäre, wenn sie jetzt nicht das Amt der Vizepräsidentin des Bundesrates annehmen würde.